Und die verursachen fast keinen Schaden, was auch ein Vorteil ist. Aber gut. So, Gero mal wieder vor. Das sind jetzt ein paar viele. Feuerball? Fragezeichen. Aber irgendwie das Gefühl, dass sie jetzt direkt. Ah, ne. Gut. Ne, Feuerball können wir hier knicken. Dann müssen wir wohl das mit Haste lösen. Aber erst muss der Rest nach oben. So, alle Mann hoch. Jahira steht ein bisschen ungünstig. Imoen auch. Und du kannst jetzt Haste zaubern. Und den Gulder töten, damit Imoen klarkommt. Gehst mal in Nahkampf. Und Jahira macht eine Segnung. Ah, Imoen wird gleich versteinert. Also nicht versteinert, sondern festgehalten. So, das heißt noch mehr Schaden auf den da. Gut. Imoen wird in Ruhe gelassen. Ja, Hast ist so ein super Zauberspruch. Also gehen wir gleich weiter, bevor Imoen wieder aufgetaut ist. Damit wir den Spruch ausnutzen können. Ja, guck mal, wie wir durchrasen. Ach, Düner hier? Nein. Wo bist du? Da. Ah, steckt fest. Okay, versuch dich zu entgiften. Und du heilst sie mal. Ah, wieder vergiftet. Was machst du da auch? So, jetzt muss Gerogon entgiften. Da. Und du heilst niemanden. Wir gehen gleich weiter hoch. Kobolde, okay. Ah, Düne hier runter. Das ist doch mal praktisch. Immer die zu wenig Lebenspunkte hat, geht einfach eine Etage höher oder tiefer. So. Und alle tot. Und Eile ist weg. Na gut, dann heilen wir ein bisschen hoch. Warten, bis Imoen auch soweit ist. Da hoch. Oh, Schriftrolle mitnehmen. Da hoch. Du heilst nochmal Minsk. Ich sagte, du heilst nochmal Minsk. Du heilst dich selbst. Imoen geht nochmal höher. Und jetzt gehen wir alle zusammen nochmal höher. Ende der Fahnenstange. Dann schaue ich mal nach Fallen um. Weil so ein Magierturm ohne Magier ist erstmal komisch. Und auch ohne irgendwelche Sachen zum Plündern. Ja, nur Bücher. Ha. Das sieht doch gut aus. Ah, noch mal Platz. Noch mehr Platz. Ah, das sieht aus wie so ein Foliant. Düner hier, was ist das? Leitfaden des klaren Denkens. Das macht interplanetare Biologie. Hä? Steigert Intelligenz. Oh, schön. Das kriegt auch Girogon, weil er alle bekommt. Und unter uns ein bisschen Intelligenz kann ihm nicht schaden als Paladin. Hat jetzt 11. Na gut. So. Aber kein Magier. Das ist echt komisch. Aber hier sind ein paar Sprüche. So, das kann zu Immun, das kann auch zu Immun. Das kann identifiziert werden. Das kann verkauft werden. Kann auch zu Immun. Oder auch nicht. So, jetzt haben wir aber alles, ne? Ja. Interessanter Turm. Ohne Magier. Aber dafür mit einem Folianten und jede Menge Zauberspruchrollen und Treppen, die man nicht wieder runtergehen kann. Oh, komm schon. Muss ich jetzt euch einzeln darunter klicken?
glaube ich irgendwie nicht. So, vielleicht jetzt? Ja. Und... Das ist albern. Aber scheint der einzige Weg zu sein. So, wer fehlt? Virugon. Und raus hier. So, den Turm hätten wir dann also auch. Was gibt es denn noch Auffälliges auf der Karte? Also hier im selben Kartenabschnitt müsste noch ein großes Gebäude aus sein, das aussieht wie der freundliche Arm. Also vom Grundriss zumindest. Also eine äußere Wehranlage. Das ist der Magierladen. Das sieht noch komisch aus. Also auch so ein mehrstöckiger Turm. Halle der Wunder, Tempel, Tempel. Das war das Anwesen vom Silberschild. Hier unten ist die flammende Faust. Ja, nee. Also der Turm bleibt noch. An Sachen, die man so auf den ersten Blick von der Karte aus sehen kann. Aber gut. Ich sehe mich jetzt ein bisschen im Zeitraffer um. Bis gleich. Hey, ihr da. Wenn ihr in den Palast wollt, habt ihr Pech gehabt. Einfache Leute werden abgewiesen. Die Großherzöge lassen einen nicht rein, wenn nicht gerade irgendetwas Besonderes ist. Also ist das Gebäude hier, was so ähnlich aussah auf der Karte wie der freundliche Arm, der Palast. Ja, Herzogspalast. Naja, aber gewöhnliche Leute sind wir nicht mehr unbedingt. Wir sind schon ziemlich bekannt. Also probieren wir es mal. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so geplant ist. Nö, die wollen uns nicht haben. Na gut. Aber wir wissen wenigstens, was das jetzt ist für ein Gebäude. Dann blieb noch der eine Turm im Süden der Stadt, den wir nicht identifizieren konnten. Der da. Also in der Nordwestecke der südlichen Stadt. Das müsste dann das da sein? Nee, das ist ein... Der Eisenthron. Ja, okay. Nee, da wollen wir jetzt nicht unbedingt hingehen. Aber wir können gucken, ob hier ein Zugang ist zur Kanalisation. Ja. Dann gehen wir mal wieder in die Kanalisation runter und suchen nach dem Titanium für den verrückten Seher. Und vielleicht finden wir dann auch raus, was wir mit den Leichen anstellen können. Weil der Kommandant wollte sie anscheinend nicht haben. Ach, hier sind noch mehr Leichen. Ganz schön makaber das Ganze. Und, ja, zwei Leichen. Ah, wir sind jetzt in einem anderen Teil des Abwassersystems. Vorhin waren wir im östlichen Teil. Dann sind wir jetzt wohl im südlichen. Da geht's hoch. Hoch wollen wir nicht. Wir wollen uns umschauen und eine Spinnenhöhle suchen, wo Titanium rumliegt. Hallo? Kanalreiniger. Und noch einer. Schnief. Was? Sucht ihr denn hier unten? Ed, gefährlich hier, wenn man dich nicht auskennt. Und es stinkt ganz fürchterlich. Ja, da hast du wohl recht. Na gut. Ja, direkt neben dem Schleim steht hier unten und der tut nichts. Ist okay. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der. Und da geht's wieder hoch, das ist wieder eine Leiche. Oh. Hier geht's hoch und hier geht's in den anderen Bereich.
Aber im Osten waren wir ja schon, wenn ich es richtig gesehen habe. Das heißt, wir schauen uns hier mal weiter um. Aber es ist ganz schön waldläufig. So. Oh, noch mehr. Ah, Feuerballzeit. Düner hier. Komm mal kurz her. Der Rest wartet. AI aus. So, und jetzt schmeißt du mal einen Feuerball. Ah, kann sie nicht dahin? Also dahin. Und warum schmeißt du keinen Feuerball? Dahin. Usch, Ratten sind auch tot. Und die kommen nicht? Oder sind die alle tot? Wow. Ah ne, der flieht. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen. Nee, ich glaube, die sind gestorben und das ist jetzt ein neuer. Ja, Feuer können die wohl echt nicht gut ab. So, da geht's auch wieder hoch. Hundeleiche. Da geht's auch hoch. Hm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir die Kanalisation später nochmal brauchen, um fliehen zu können oder so. Weil bei den ganzen Ein- und Ausgängen. So. Erinnert mich ein bisschen an Schatten über Riva. Also das alte DSA-Spiel. Da war die Kanalisation ja auch ziemlich groß. So. Und wir sind gleich einmal rum? Nee. Na gut, ich decke den Rest mal im Zeitraffer auf. Bis g============                први Ah, ich bin Red Child, also Rattenkind. Ich zerstöre alle, die sich meinem Volk entgegenstellen. Spürt den Zorn von Red Child, spürt meinen Zorn und zittert. Das von einem Kobold kommen ist das ein bisschen, ja. Wer genau ist euer Volk? Mein Volk herrscht über die Tiefen, wo die Abfälle eures Volkes hingesendet werden. Dorthin fahren wir. Redchilds Stamm ist stärker als alle anderen. Redchilds Stamm wurde dazu ausgebildet, alle zu besiegen. Alle. Niemand kann sich Redchild und seinem Stamm gegenüber behaupten. Also eine wirklich charmante Antwort gibt's nicht. Sagen wir einfach mal, das ist ja wunderbar, dass ihr hier unten lebt, wo all unser Müll abgeladen wird. Ihr solltet wirklich stolz sein. Ihr unterschätzt Redchild. Das haben schon viele gemacht, sogar die Hafner. Oh. Und alle haben den Zorn des Redchilds zu spüren bekommen. Okay, viele. Das heißt, du gehst mal auf Redchild. Oder noch besser, du schmeißt da einen Feuerball hin. Du greifst... Ah, das habe ich es gerade überschrieben, oder? Du schmeißt da einen Feuerball hin. Du greifst den an. Du auch, du auch. Du machst den Kobold nieder und du schießt auf den. So. Ja, das scheinen wohl doch nur ganz normale Kobolde zu sein. Da hätte ich mir den Feuerball auch sparen können. Oh. Aber er ist kein ganz normaler Kobold. So, das heißt, du machst magisches Geschoss auf den. Du versuchst die zu töten, die Kleinen. Du auch. Na komm. So, jetzt schießt ihr nach und nach den ganzen kleinen Kriegen da weg. Ja, und den nächsten. Und du machst das gleich auf der anderen Seite. So. Und dann auch. Ja, das war doch nicht wirklich schwer. Und Redchild läuft weg. Das ist ja ein sehr mächtiger Anführer. Für die Gerechtigkeit. Die
Ja, 20 Feuerpfeile. Und seine Untergebenen werden wahrscheinlich auch noch ein paar haben. Noch mehr Leichen, die man nicht einsammeln kann. Na gut. Aber noch eine Gefahr, die wir gebannt haben. Die Stadt hat echt was Gutes an uns gefunden. So.